Hallo und herzlich willkommen bei Ralfs Unboxing. Ja, heute packen wir zusammen aus die Komplettbox von Star Trek Enterprise auf Blu-ray und das alles nach dem Rubrikentrailer. Bis gleich! So, dann fangen wir mal an. Hier ist das Paket von Amazon. Aber wie ihr seht, funktioniert diese Lasche schon wieder nicht. Aber das ist ja meist immer so. Und irgendwie auch totaler Quatsch mit dieser Aufreißlasche, weil schneiden muss ich trotzdem. Nee, muss ich nicht. So, hier haben wir schon diese Star Trek Enterprise Serie in der Komplettbox auf Blu-ray. Ja, sie ist genauso gestaltet wie die Star Trek Next Generation Serie. Mit diesem Schuber, der jetzt nicht gerade so unbedingt sehr stabil ist. Den schneiden wir trotzdem jetzt mal auf und entfernen ihn von der Folie. Diesmal ist der Schuber aber im leicht besseren Zustand als letztes Mal. Er hat keine Eindruckstellen auf den ersten Blick. Auf jeden Fall machen wir wieder den FSK-Flatschen hier ab. So. Diesmal haben wir oben die orange Gestaltung. Beim letzten Mal war es ja grün, jetzt ist es orange. Und dann haben wir hier die Informationen, wenn ihr sie lesen wollt. 24 Disc-Set enthält alle 97 Episoden. Da haben wir dann hier noch die Specials. Und hier haben wir eine Gesamtlaufzeit, das steht nämlich da unter. Das habe ich nämlich letztes Mal nicht gewusst. 4225 Minuten. Ja, dann stellen wir den Schuber mal hin und nehmen uns die einzelnen Staffeln vor. Ja. Dann fangen wir gleich mal an mit der ersten. So, das sind auf jeden Fall Amory-Hüllen wieder, was mir auch wieder sehr gut gefällt. Und das sind auch diese Ursprungscover von der Erstauflage. So, dann gucken wir uns das mal an. Star Trek Enterprise Season 1. Das ist das Font-Design. Auf dem Spine auch sehr gut zu erkennen. Und dann haben wir hier den Text zur ersten Staffel, den ihr euch auch mal durchlesen könnt, wenn ihr wollt. Und hier haben wir eine Laufzeit von 1148 Minuten. Und da haben wir dann hier die Disc 1. Disc 2, Disc 3, Disc 4, Disc 5 und Disc 6. Ja, das war die erste Staffel. Nun kommen wir gleich zur zweiten Staffel. Auch ein sehr schickes Cover. Wieder das Frontdesign, den Spine. Und hier könnt ihr wieder den Text durchlesen, wenn ihr wollt. Hier haben wir eine Laufzeit von 1112 Minuten. Ein bisschen kürzer als die erste Staffel. Aber das macht gar nichts. Und dann haben wir hier wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6 Discs drin. So, weiter geht's mit der dritten Staffel. Auch ein sehr schickes Frontdesign auf jeden Fall. Season 3, Seitenansicht und das Backcover wieder, wo ihr wieder lesen könnt, wenn ihr wollt. Und hier haben wir wieder 1026 Minuten. Und da haben wir auch wieder 1, 2, 3, 4, 5 und 6 Discs. Ja, so, das war jetzt eben die dritte. Und nun kommen wir zur letzten Staffel, zur vierten. Leider hat diese Serie nicht sieben, sondern nur vier Staffeln, aber das ist gar nicht so schlimm, weil das Ende finde ich doch relativ cool. Aber ich sage euch jetzt nichts, ihr müsst die Serie selber gucken und ich möchte euch nicht spoilern. Könnt ihr hier wieder die Special Features lesen, wenn ihr wollt. Und hier haben wir eine Laufzeit von 939 Minuten, somit ist die vierte Staffel die kürzeste. Und wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, auch 6 Discs. Und hier haben wir genauso wie bei Next Generation in dieser Auflage. Hier drinnen stehen dann die einzelnen Episoden, die auf den Disc drauf sind. Und hier auch noch. Ja, das Video war ein bisschen kürzer als die Next Generation Box. Wann sind ja auch nur vier Staffeln. Aber insgesamt gefällt mir das doch sehr gut, dass die einzelnen Amorys alle ein anderes Cover haben. Und überhaupt die Amorys und keine Spindelhöhen. Naja gut, ich freue mich schon richtig auf Enterprise. Besonders das Intro-Lied. Okay. Ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, welche Star Trek Serie ihr am besten findet oder wie euch das Video gefallen hat zum Beispiel. Und wenn es euch gefallen hat, könnt ihr einen Daumen nach oben geben, wenn nicht, dann nicht. Und wenn ihr kein Video mehr von mir verpassen wollt, dann lasst mir einfach ein Abo da. Als nächste Star Trek Serie kommt wahrscheinlich die Klassik Serie, die kommt aber erst im Juni in so einer Komplettbox raus. Wir werden sehen. Euer Ralf von Ralfs Unboxing. Ciao!